Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Lumberjacks Dynastie, wo wir hier immer noch schön auf dem Aussichtsturm sind. 18.19 Uhr. Ich könnte mal was essen. Einen leckeren Honig. Oh nein, ich trinke ein Bier. So, ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht runterfalle. Obwohl, eigentlich... So. Ja, fertig. Das heißt, wir können den ganzen Kladderadatsch hier wieder abholen. Da. Was? Was? Die Anzeigen. Und das Radio. Pine Grove FM. Ach du Schande, das ist tatsächlich mein Sony-Radio. Ist ja lustig. Mein altes, das habe ich jetzt nicht mehr. Ist das cool. Und die Uhrzeit 18.30 Uhr. Das ist ja saumäßig. Und der Tank. Tut auch. Moment mal. 59%. Bisschen über Hälfte. Tatsächlich. Das ist ja mega cool. Okay. Offensichtlich gab's wieder ein Update. Das ist ja geil. So, komme ich da hoch? Okay. Ist ja mega. Komm. Da ist jetzt tatsächlich... Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass es ein Update gab. Jetzt ist da tatsächlich ein richtiger funktionierender Tacho am Start. Das ist ja voll gut. Das gefällt mir sehr gut. Wunderbar. Toplitz, vielen Dank. So. Aufgeladen haben wir. Dann... Hier, vorsichtig wieder runter. Ist das cool. Ist ja voll mega. Das ist ja sehr nice. Boah, was hat sich da noch alles getan? Moment mal. Hier in der Map irgendwas? Ein ehrlicher Mann. Aufgaben erledigt. Du solltest jetzt mit Ryan sprechen. Wo ist er denn? Ach, der ist wieder am Fischen. Okay, es ist ja aber schon recht spät. Das heißt, wir sprechen vielleicht morgen mit Ryan. Ich mach mal Licht an. Ist das cool. Da ist jetzt tatsächlich ein richtiger... Okay, die Drehzahl ist ziemlich heftig. Ist das cool. Ist kein Diesel schon mal. Also der dreht bis 7. Ein Diesel würde, glaube ich, nicht so weit drehen. Ist das geil. Sehr schön, das gefällt mir. Wunderbar. So, ja, willst du? Nein, will nicht. Okay, gut, dann fahre ich. Junge, ist das cool. Voll der coole Tacho jetzt. Und vor allem mit der Tankanzeige, das freut mich sehr. So. Das heißt, wir fahren erstmal wieder hier hin. So, ein bisschen so. Und dann könnte ich theoretisch schon mal aufladen. Huch, fürs nächste Projekt. So, nochmal eine. Komm, gib eine her. Das gefällt mir sehr gut. 19.04 Uhr, sehr geil. Uhrzeit, Drehzahl. Jetzt würde mir nur noch eine Handbremse fehlen. Dann wäre ich glücklich. So, hier auch. Ja, geil. Und auch eine Uhr. Das ist ja bombastisch. So, aber Licht hat die Karre immer noch... Moment mal. Die Karre hat Scheinwerfer. Ich glaube, ich spinne. Ist das cool.
das ist ja voll geil jetzt. Ist auch neu designt. Moment, da muss ich auch mal ganz kurz hier in den hier rein. Boah, voll die Lichtorgel hier. Ja, wie cool. Ist ja voll nice. Ha! Also das mit dem Tacho, das gefällt mir wunderbar. Finde ich sehr cool. Der ist auch noch halb voll, den können wir dann auch irgendwann mal leeren. Ist ja mega. Boah, das ist cool. Also wir sehen, hier gibt es auch noch ordentlich Updates. Komme ich hier durch? Ja, oder? Ja. So, dann stellen wir den hier mal rein. Ran. Hat der auch Licht? Ach, der hat auch Licht. Ist ja süß. Boah, mega. Finde ich voll gut. Okay, so, es wird dunkel. Ach komm, scheiß drauf, ich lasse hier offen. Ja, das mit dem Lichtschein, das wäre jetzt noch... Wäre jetzt noch schön, wenn wir hier richtigen Schein hätten. Typhoon, wo bist du? Ah, hier, hallo, hier. Hinsetzen, Bank. Typhoon streicheln oder so, geht nicht. So, dann machen wir hier auch zu. Und dann gehen wir erstmal schlafen. Hier ist noch alles nass, wunderbar. Aufnehmen, Rittersporn. Nö, warum? Was soll ich damit? So, sehr schön. Ja, wunderbar. Habe ich das Update gar nicht mitgekriegt. Ist ja der Hammer. Okay, schlafen. Sehr cool. Also, ihr Lumberjack mustert sich so langsam zu einem richtig, richtig sehr nicen Spiel. So trocken? Ach nee, ich esse noch nicht. Wegen den paar Prozent. So, ja dann gehen wir mal die Kühe, die Eier der Kühe holen und die Hühner melken. Ah. Und Typhoon liegt immer noch hier. Hi du. Na du. So, ah, Sonne geht auf. Schön. Hier ist noch alles nass. Wunderbar. So wie es sein muss. Wunderbar. Gut. Dann, wie jeden Morgen. Hallo, Bertha. So, erstmal Kühe melken. Und dann müssen wir auch zu unserer guten Maria. Kühe, Kühe, Kühe. Melken, melken, melken. Tja, dann bin ich mal gespannt, ob sich hier Lumberjacks Dynastie und Ranch Sim so ein kleines Rennen liefern, was den Content angeht. Ich meine, gut, Lumberjacks Dynastie ist erstens raus aus der Early und zweitens der Content mit den Quests und sowas ist ja hier schon deutlich vorangeschritten im Vergleich zu Ranch Sim. Auch bei Ranch Sim, da stehen die Möglichkeiten halt auch noch sehr weit offen, also damit jagen und so, und da ist schon auch, hat beides sein Ding. Wobei ich sagen muss, also jetzt mit dem Tacho, oh, da ist hier Lumberjack schon wieder ein Stück weiter. Wunderbar, so schön melken. Ist glaube ich auch eine neue Animation, oder? Hm. So, dann holen wir mal die Eierchen. Die sind immer noch nur braun. Gibt hier nur braune Eier. Haben wir nur braune Hühner? Ich weiß gar nicht. Muss ich mal schauen. Ich weiß gar nicht. Legen braune Hühner nur braune Eier? Ich kenne mich da nicht so aus. So. Ah, zumindest sind die Geräusche der Kühe und der Hühner immer noch die gleichen wie bei
Farmers-Dynastie, das gibt Vertrautheit. So. ja, Stall lasse ich offen. Ja, tatsächlich, das sind nur braune Hühner. Wie ist das? Hühner, Hahn im Besitz keiner und Hühner 20. Das heißt, wir sollten auch mal einen Hahn irgendwo herkriegen. Aber die Sachen kriegen wir ja nur von Missionen, von Quests. Beim Reden mit Leuten. So, erstmal 48 Eier. Zack, und die Milch. Zack, so, wir haben die 100 Eier, die 100 Milch haben wir da. Für die Quest von... Von wem war das? Koch der Köche. Camilla. Camilla braucht 100 Äpfelmilch und Eier. Die Äpfel, die lassen noch ein bisschen auf sich warten. Habe ich angemeldet? Nee, will ich nicht haben. Ehrlicher Mann. So. Hier ist... Ist hier nass genug? Ah, können wir nochmal. Ja, hau rein. So, mal schauen. Wir haben wieder Zeug gekriegt. Tomaten. Wir haben sehr viel Tomaten mittlerweile. Das ist wunderbar. So. Ja, perfekt. Wie sieht's mit Honig? Jetzt bin ich hier ganz nass geregnet. Ne, Honig gibt's noch keinen. Die Schafe machen das, was sie sollen. Rumschafen. Ja, die schafen rum. Die sind am Schafen. So. Jetzt, wo ist er? Der ehrliche Mann. Der Ryan. Wir düsen zum Ryan. Zum Soldat James Ryan. Natürlich mit Le Buggy. Mit dem guten Buggy. Mit der schönen Drehzahl. Und der Tankanzeige. Und der Uhrzeit 6.30 Uhr. Ah, schön. Und dann müssen wir auch mal wieder zu Maria. Ganz, ganz wichtig. Ich spreche mit Ryan und dann düsen wir erstmal zu Maria. Und dann sollte ich vielleicht diese ganzen Coffeeshops nochmal abklappern. Nach einem Hahn. Also nach einem Menschen, der uns einen Hahn verkaufen kann. So, ich parke hier. Ran. Huch. Wo geht's lang? Hier. So, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Aha, aha, gut. Schön, dich zu sehen, mein Freund. Wie geht es dir? Nun, ich habe fertiggestellt, was ich zu tun hatte. Die Brücke, der Aussichtsturm und das Theater sind nun fertig. Und ich ernenne dich im Namen der Gemeinde offiziell zu unserem neuen Bürgermeister. Ach, wie geil. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Voll cool. Nun, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich bin froh. Und wir sind es auch. Ich bin sicher, dass dies ein neues, strahlendes Kapitel für uns alle ist. Perfekt. Sehr gut. Strahlende Zukunft. Glückwunsch, du wurdest zum Bürgermeister gewählt. Das ist wohlverdient. Deine Freunde und Familie sind sehr stolz auf dich. Wow. Genieße ein langes, glückliches, erfolgreiches Leben als ein sehr angesehener Bürgermeister. Haha. Ja, kann man machen, oder? Du erhältst 500.000 oder 50. Was? 50 oder 500.000? 50.000, okay. Boah, ist ja der Hammer. Ja, was soll man sagen? Wir sind jetzt Bürgermeister, ne? Glückliches Leben. Ja, ist eine Quest. Koch der Köche. Aber glückliches Leben habe ich hier jetzt nicht irgendwo eine Marke, oder? Nee. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wir düsen mal zu Maria. Wo ist sie denn? Hier wohnt sie, ne? Sehr schön. Ist ja der Hammer. Wir sind jetzt Bürgermeister.
Tja, nicht mehr Lumberjacks Dynastie, sondern Bürgermeisters Dynastie. Da haben wir es, ganz klar. Jetzt ist es Zeit für Nachwuchs. Auf jeden Fall. So, 6.30 Uhr. Ne, Quatsch, 6.50 Uhr. 54. Soll ich mal hier schauen wegen... Ne, der hat, glaube ich, keine Hühner. Ich glaube, die kriegen wir tatsächlich nur von den Leuten im Coffeeshop und so. Oh, zum Onkel müssen wir dann auch noch gratulieren oder uns gratulieren lassen, uns dem Onkel danken. Ich habe keine Ahnung, irgendwas halt mit dem Onkel sprechen. Dass wir ja jetzt Bürgermeister sind. Wie cool ist das denn? Boah, hätte ich nicht gedacht. Sehr schön. Sowas, aber was, ein Bürgermeister hat doch auch Sachen zu tun, oder nicht? Außer Bäume zu fällen und Möbel zu produzieren. Ich hoffe mal, ich bekomme da Bescheid, was ich zu tun habe. So, jetzt fahren wir erstmal zu unserer Angebeteten. Hey Maria, hör dir das an. Ich bin jetzt Bürgermeister. Nicht jetzt, tut mir leid. Aber jetzt. Hallo. Hallo, kann ich dir helfen, Herr Bürgermeister? Ist ja cool. So schöne Augen. So schöne Augen. Du bist etwas Besonderes, weißt du das? Oh, danke. So nett von dir. Und ich bin jetzt Bürgermeister. Hallo, wie geht's dir? Herr Bürgermeister, schön, dich zu sehen. Ich habe unser letztes Treffen sehr genossen. Vielleicht können wir uns wiedersehen? Wunderbar, was schlägst du vor? Etwas Romantisches zur Abwechslung. Sonnenuntergang am See, morgen 18 Uhr. Klingt sehr schön, ich treffe dich dort. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Du hast gerade ein Date begonnen. Hallo. Hallo, Herr Bürgermeister. Wie kann ich helfen? So, haben wir sonst noch irgendwas? Irgendwelche neuen Gerüchte? Brauchst du vielleicht Hilfe? Bis später. Bis später. Ist das cool. Aber eigentlich brauchen wir einen Anzug. Wir sind ja jetzt Bürgermeister. Naja, dann klappern wir mal ein paar Coffeeshops ab. Koch der Küche, ja, das müssen wir dann auch noch. Gemischtwaren aller Art. So, wir fahren erstmal da hoch. Ich sehe nichts. Ich fahre einfach mal raus. Wird schon keiner kommen. Oh, bisschen noch. Oh, ja, so, ja. Okay. Ist ja cool. Sind wir Bürgermeister hier voll am Start. Gut, dann ja, als Bürgermeister müssten wir erstmal hier diese Bäume wegmachen, die hier in die Straße reinragen. Das geht ja gar nicht. Wir müssten so eine Art Holzfäller irgendwo hier engagieren. Warum rostet der eigentlich? Der hat hier so Rost, der Karren. Ich dachte, die Karre wäre neu. Und hat hier voll so Rost. Vor allem, weißt du, der Bürgermeister, der fährt hier mit so einem Buggy durch die Gegend. Haha, das ist schon cool. Ah ja. So, das ist hier hinten, ne? Achtung, der Bürgermeister möchte durch. So, Bürgermeister, holt sich erstmal einen Kaffee. Ran. So. Oh, hallo. Aber nein, ich gehe erstmal hier. Mit den Leuten sprechen. Hallo, wie geht's dir? Alles Herr Bürgermeister, schön, dich zu sehen. Irgendwelche Gerüchte? Irgendwelche neuen Gerüchte? Ich habe gehört, dass bald ein paar neue Kettensägen in die Läden geliefert werden sollen. Einige Leute hier könnten diese Schönheiten gut gebrauchen. Das ist sicher. Aha. Irgendwelche neuen Gerüchte? Mir fällt nichts ein. Wirklich. Okay, gut. Bis später. Ist hier sonst jemand, mit dem ich vielleicht reden könnte? Zwecks einem Huhn? Du. Hallo, kann ich helfen? Was ist deine Spezialität? Was ist deine Spezialität? Meine Kunden mögen Süßigkeiten.
Kuchen, Kaffee, das verkaufe ich am meisten. Wenn du frisches Obst oder Honig hast, kaufe ich gern, was du entbehren kannst. Und wenn du einen dieser Kräutersäfte hast, die letztes Jahr hier so gut ankamen, kaufe ich gern jede Menge. Moment mal. Du verkaufst Kaffee? Ich muss los. Bis bald. Hier. Du kannst doch nicht... Naja, gut. Das müsst ihr unter euch klären. Okay. So. Nächster Kaffeeladen. Es gibt nur diese zwei, ne? Nein, es gibt drei Stück. Okay, hier. Oh, toll, da war ich und ich hätte auch gleich... Ja. Gut. Ich tue mal so. Hier müssen wir raus. Ich könnte auch nochmal die Tante fragen, ob die vielleicht weiß, wo wir einen Hahn bekommen. Aber naja, jetzt klappere ich erstmal hier die Coffeeshops ab. So, also, dann haben wir morgen wieder ein Date. Morgen um 18 Uhr. Am See. Ah, schön. An welchem See? Hier gibt es ein paar Seen. Zum Beispiel einen ziemlich versifften, verseuchten See. So, das ist da unten, oder wo? Ach ja, okay. Da führt hier diese Straße führt hier runter, ne? So. Perfekt. Der Bürgermeister kommt. Der Bürgermeister. Ich bin der Bürgermeister. Ich brauche Burger. So. Hier sind mehrere so Roststellen. Können wir die Karre irgendwie reparieren? Huch, weh. Hier ist auch niemand, ne? Hallo. Hey, ist warm. Hallo, Herr Bürgermeister. Wie kann ich helfen? Er hat sich schon gut rumgesprochen, ne? Irgendwelche neuen Gerüchte? Ich habe gehört, dass bald ein paar neue Kettensägen in die Läden... Habe ich auch schon gehört. Irgendwelche neuen Gerüchte? In letzter Zeit werden einige Schafe vermisst. Ich frage mich, ob es wieder die Wilderer sind. Irgendwelche neuen Gerüchte? Ich habe gehört, dass bald ein paar neue Kettensägen in die... Ja, das habe ich auch schon gehört. Bis später. Was stehen denn hier für Autos rum? Oh, ach, der wollte hier durch. Moment. Tja, müssen wir jetzt wohl die Polizei rufen, ne? Hallo, würden Sie mal aussteigen? Hallo, Sir? Sir, was ist mit Ihrem Arm? Ihr linker Arm zittert, das ist... Brauchen wir einen Krankenwagen? Hallo? Hallo? Sind Sie betrunken? Hallo, bekifft? Naja. So, wir düsen erstmal wieder zurück. Beziehungsweise wir düsen mal zu dem Coffeeshop hier. Aromatischer Kaffee. So, da fährt man jetzt gerne in der Innenansicht. Wenn hier so coole Instrumente am Start sind. Ich bin echt gespannt, was so ein Bürgermeister zu tun hat. Ich meine, bisher noch nicht so viel. Aber naja. Da hinten ist das, ne? Dann sollten wir hier mal links fahren. So, hier hoch. Sehr schön. Hoch ist das. Ist das da? Achtung, Moment. Ach, jetzt fahre ich hier wieder hoch. Da drüben ist die Straße und naja, egal. Wir haben ja den Buggy. Da können wir auch die Treppen hier hochfahren. No problemo, wie Alf sagen würde. Oder null Problemo, wie hat er immer gesagt?
Ich glaube, no problemo. So. Erste Tätigkeit als Bürgermeister, erstmal hier die Coffeeshops abklappern. Hallo. Hallo, Herr Bürgermeister. Wie kann ich helfen? Ah, schön, das schmeichelt meiner Seele. Irgendwelche neuen Gerüchte? Mir fällt nichts ein, wirklich. Gut. Bis dann. So, aber was mir einfällt, ist, dass wir mal eine kleine Folgenpause machen und uns dann morgen wiedersehen, wenn es wieder heißt. Time to play. Hier bei Lumberjacks Dynastie als Bürgermeister Los Osos. Ah. Wunderbar. Meine Gemeinde. Meine Schäfchen. Ah. Gut, dann bis morgen. Tschüss.